hat mich ja schon Anfang März für die erste Kundgebung eingeladen, ja, am 22. März. Aber da musste ich ihm sagen, Lutz, ihr habt schon andere Verabredungen an dem Tag. Ja. Sorry, Amtsgericht Augsburg. Der weltweit erste Prozess wegen Kritik am politischen Islam. Und der Irfan Pezi, der war ja bei euch am 22. März. All die, die da waren, haben es ja live mitbekommen. Er konnte euch dann gleich erzählen, was hier für ein unwürdiges Schauspiel in diesem Amtsgericht Augsburg ablief. Eine blutjunge Richterin, Theresa Freundswiel, den Namen solltet ihr euch merken. Diese Theresa Freundswiel war in ihrer Studienzeit als Jurastudentin ehrenamtlich für die Rechtsberatung abgelehnter Asylbewerber tätig. Für diejenigen, die definitiv abgelehnt waren, die eigentlich nur noch sich in ein Flugzeug oder einen Zug setzen müssen, um Deutschland zu verlassen. Für diese abgelehnten Asylbewerber hat sie Rechtstipps gegeben. Und die hat bei der Law Clinic Augsburg, bei der Gesetzesklinik Augsburg, hat die also mitgearbeitet. Diese Law Clinic Augsburg hat im Juni 2019 von Kanzlerin Merkel einen Preis bekommen. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Ja? Also die, der Islam gehört zu Deutschland, Kanzlerin, ehrt die abgelehnte Asylbewerber dürfen hier bleiben, Jurastudentin Freundswiel. Wir gehören nicht zu dieser Clique, Freunde, wir nicht. Richtig, Freunde, und ihr seid aus ganz hartem Holz geschnitzt. 241 Kundgebungen. Die stärkste Bürgerbewegung in der Geschichte Europas. Danke euch dafür. Wir hinten werden niemals mehr werden. Niemals. Nicht in Dresden, der Hauptstadt des patriotischen Widerstandes in Deutschland. Und dieser Law Clinic. Dresden steht, jawohl. Und dieser Law Clinic Augsburg, denen kann man nur noch gute Besserung wünschen. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr unsere Kundgebung in Augsburg gesehen habt. 7 Stunden. Ich habe ständig differenziert. Harte Kritik am politischen Islam geübt, aber immer zu den Moslems differenziert, die sich gar nicht drum kümmern, die friedlich sind, die nicht auffällig werden mit Straftaten. Ich habe so oft differenziert, dass ein alter Mitstreiter von uns in München, der Wolfgang Schnell, der war übrigens früher Gründungsmitglied von den Grünen in den 80er Jahren, weil er umweltbewusst ist und Patriot. Der ist dann schnell ausgetreten bei den Grünen, als er merkte, dass die Links unterwandert werden. Der hat zu mir gesagt, Michael, das könnte man fast nur anhören, so oft hast du da differenziert. Ja? Und 75.000 Zuschauer haben den Livestream gesehen. Keiner kam auf den Gedanken, mich anzuzeigen. Aber ein Kripo-Beamter, der war vor Ort. Kripo-Beamter A. Ich werde den Namen nennen, sobald das Verfahren abgeschlossen ist. Der nahm eine kurze Passage, pickte sich die raus, schnitt den direkt anfolgenden, differenzierenden Satz weg, schickte es an die Staatsanwaltschaft und behauptete, ich hätte pauschal Moslems diffamiert. Eine ganz üble Geschichte, Freunde. Eine ganz üble Geschichte. Und ich habe das schon mal erlebt. 2017. Da war das gleiche Prinzip. Ein übereifriger Kripo-Beamter, der Herr Fisch,
der sah, dass ich ein Foto veröffentlicht hatte, ein historisches Foto, von dem Großmufti von Jerusalem mit dem damaligen NSDAP-Gauleiter Martin Nussschwand von Sachsen. Und der Kriminalbeamte Fisch hat gesehen, da ist ja ein Hakenkreuz an der Armbinde. Da können wir den Stürzenberger anzeigen wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Ich war dann bei dem gesessen in der Kripo-Zentrale in der Hansastraße in München. Aber ich sagte, Herr Fisch, das ist nicht Ihr Ernst. Ich bin Journalist. Und ich habe in einem Artikel reagiert auf einen Artikel der Süddeutschen Zeitung, Hakenkreuz und Halbmond, die also auf diesen Nazi-Islam-Pakt hinwiesen, aber faktische Fehler drin hatten, habe ich dann in einem PI-Artikel, habe ich das Ganze korrigiert. Und das Foto veröffentlicht, darf jeder Journalist darf historische Fotos aus der Nazi-Zeit veröffentlichen. Und der hat es trotzdem an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft klagte mich an und Richterin Sonja Berghofer-Hoffmann hat mich zu 6 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Freunde, es gab damals einen riesen Aufschrei der Empörung. In den polnischen Hauptfernsehnachrichten kam ein Bericht darüber, was mit der Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr stimmt. Im tschechischen Parlament gab es eine Sitzung in einem großen Saal, wo ich per Video zugeschaltet war, wo man sich ebenfalls empört hat. Bei der OSZE in Warschau gab es eine Konferenz, da wurde es auch besprochen. Und in Washington gab es auch eine Konferenz, da war auch eine Vertreterin der deutschen Botschaft anwesend. Ein riesen Empörungsaufschrei. Und 3 Monate nach diesem skandalösen Fehlurteil gab es die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht München. Und ich wurde in allen Punkten freigesprochen. Und auch für meine These, dass der Islam eine faschistische Ideologie ist, was vor mir schon ein Dutzend Islamexperten auch schon festgestellt hatten, aber sie wollten mich dafür zum Verschwunden bringen. Aber die Richterin am Landgericht, und ich muss wirklich sagen, Hut ab, sie hat objektiv beurteilt, wie es sein sollte. Aus der Urteilsbegründung: Der Angeklagte ist aufgrund seines Studiums des Islams zu der Überzeugung gelangt, dass der Islam faschistisch ist. Es sei auch nicht nur ein Religionsbekenntnis, sondern eine allgemeine politische Ideologie. Der Angeklagte hat damit in seinem Artikel seine Meinung über den Islam kundgetan, unter Verwendung einer entsprechenden Bezeichnung aus dem politischen Wortschatz. Hierin liegt kein Beschimpfen im Sinne des Paragraphen 166 Strafgesetzbuch. Danke, Landgericht München! Und so muss es auch in Augsburg laufen, sonst ist es das Ende des deutschen Rechtsstaates und der Beginn der Scharia-Justiz. Leider haben jetzt momentan die osteuropäischen Länder andere Sorgen, deswegen wird es jetzt nicht so einen Empörungsaufschrei geben. Aber wir können nur hoffen, dass diese Probleme, die es jetzt momentan gibt, dass die sich legen und dann wird sich das Augenmerk der Osteuropäer wieder darauf richten, was bei uns los ist. Denn die Heuchler in Deutschland, die auf die Justiz in Polen und Tschechien und Ungarn zeigen, ja, da werden dann 2 Finger aus diesen Ländern auf uns deuten. Was ist bei euch los mit der Meinungsfreiheit zum politischen Islam? Und dann werden wir sehen, was dann am Ende dabei rauskommt.